Ja, herzlich willkommen auch von mir im Namen des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft und, das ist mein Mutterschiff, im Namen von D-Radio Wissen. Ich bin Katja Weber, ich arbeite für D-Radio Wissen für die Sendung Der Hörsaal, wo wir, Dankeschön, schlaue Vorträge aus allen möglichen Wissensgebieten senden, also eine im besten Sinne altmodische Einrichtung. Vortragsdiskussionen nehmen wir auch auf in unser Programm. Wir werden auch diese Veranstaltung dort ausstrahlen. Noch so ein paar so Bordsicherheitshinweise vorneweg. Diese Sendung wird gestreamt auf hig.de. Wer also nicht möchte, dass seine Nase und auch der Rest da zu sehen ist, soll sich nach Möglichkeit nicht in Richtung dieser Kamera umwenden. Und dasselbe gilt dann auch für Zwischenrufe, Bemerkungen jedweder Art. Kann sein, dass das dann auch im Radio läuft. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen. Also wenn es wahnsinnig brennt, könnt ihr die auch, wenn ich nicht sehe, dass ihr winkt, reinrufen. Ansonsten gibt es nachher auch tatsächlich noch mal die Gelegenheit, sich richtig reinzuschalten. Und das Mikro geht dann zu euch. Jo, ach so, twittern könnt ihr auch. Das wird mir dann auch zugerufen oder in irgendeiner Weise zur Kenntnis gebracht. Also nicht ihr hier, das wäre so ein bisschen überambitioniert, aber die, die uns im Stream sehen, Hashtag DIGSAAL, also die Abkürzung für digitaler Salon, da kann man sagen, was man zu sagen hat. Ist ja immer eine gute Sache, Kraftwerk zu hören, meine ich. Ich habe dabei aber auch gleich die Anmoderation für den heutigen Abend gefunden, nämlich bei Computerwelt von 1981. Zitat: Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Flensburg und das BKA haben unsere Daten da. Das wird da gesungen oder doch vielleicht eher gesprochen. Wir könnten jetzt ergänzen und E-Plus und Telekom und NSA etc. pp. Ja, das ist das, wie ich finde, nicht unbeträchtliche Brett, das wir heute Abend bohren. Kräfte messen zwischen Freiheit und Kontrolle. Und wir wollen mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich versuche mir mal die Uhrzeit zu merken. Julia Reda möchte ich euch vorstellen. Habt ihr gestern Abend, wenn ihr sowas noch guckt und solche altmodischen Medien nutzt, zur besten Sendezeit oder zumindest zu einer ganz schön guten vor den Tagesthemen gesehen, nämlich im Wahlwerbespot für den Europawahlkampf der Piraten. Sie ist Politikwissenschaftlerin, will das Wissen offenbar künftig praktisch anwenden, ist Chefin der europäischen Young Pirates und Spitzenkandidatin eben ihrer Partei für die Europawahl. Früher war sie Mitglied der SPD, bis sich die Große Koalition für Netzsperren stark gemacht hat. Da war sie dann draußen. Markus Löning kommt auch aus der Politik, gehört der FDP an, war bis 2013 der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, ist aber jetzt nicht arbeitslos, obwohl seine Partei aus dem Bundestag geflogen ist. Er ist Vize beim Weltverband der liberalen Parteien und leitet das Privacy-Projekt bei der Stiftung Neue Verantwortung. Rainer Wendt ist seit 2007 der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, findet das Speichern von Kommunikationsdaten, das wurde gerade schon angesprochen, unproblematisch. Und wenn Vicky nicht lügt, Herr Wendt, dann finden Sie auch Prism eine ganz gute Sache, um die Bürger, also uns hier vorne, die da alle vor Kriminalität und Terrorismus zu schützen. Arne Schönbohm ist der Präsident des Cybersicherheitsrates Deutschland und, jetzt kommt's, Vorstand einer Unternehmensberatung mit dem, wie ich finde, nicht so aufschlussreichen Namen. BSS AG langt. BSS BUZ Shared Services AG. Also ich meine, Kino im Kopf, man sieht genau, was da passiert. Auf der Seite der Firma. Wir verwirren Prism, ist okay. Auf der Seite der Firma können wir lesen, die BSS AG, wie Sie selber sagen, ist an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft positioniert und bringt verschiedenste Know-how-Träger, also eventuell auch euch alle, mit dem Ziel einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Lösung zusammen. Da sage ich mal, aha. Erkläre ich. Also für mich übersetzt klingt es irgendwie nach IT-Sicherheitsfachmann. So, wir bewegen uns also auf dem nicht unerheblichen Feld des Kräftemessens zwischen Freiheit und Kontrolle. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das genau Ihr Einsatzgebiet, Herr Schönbohm. Sie haben Betriebswirtschaft studiert, Sie sind Unternehmensberater. Ich weiß allerdings trotzdem nicht genau, wem Sie was verkaufen. Können Sie es uns erklären? Naja, also zunächst einmal, ich glaube, ich bin da nicht hier als IT-Sicherheitsberater für irgendwelche Firmen, sondern wen beraten wir? Wir beraten Großunternehmen,
wie vielleicht DAX 30 Unternehmen im Bereich. Was müsste man tun im Bereich der Cybersicherheit? Wir beraten kleinere Unternehmen. Was müsste man tun? Und es geht, wenn wir über Sicherheit nachdenken, geht es natürlich darum auch, nicht nur nach dem Motto, es darf keiner die Daten mitlesen, sondern auch, dass die Daten, so wie sie dort sind, dann also auch unversehrt bleiben und nicht verändert werden. Können Sie uns ein aktuelles Beispiel geben, woran Sie oder Ihre IT-Administratoren gerade lügen? Ja, die Kunden wollen ja in der Regel gerade nicht, dass man darüber spricht, sondern es ist ja eher so ein bisschen, das ist so ein Thema, wie soll ich das formulieren? Klandestin? Vielleicht, also bei meinen Kindern ist es so wie beim Hacker, ja. Das ist so wie das Einhorn, da kriegen alle leuchtende Augen, genauso wie beim Hacking, wenn man ein Beispiel erzählt, alle kriegen leuchtende Augen und sagen, das ist ja Magie. So, und es gibt natürlich Vorfälle, die waren neulich in der Presse, ob das DLR ist. Es gab im letzten Jahr verschiedene Vorfälle, die in der Presse sind, ob das war EADS, ob das ist ThyssenKrupp, es gab vorher Sony PlayStation, es gab große Fälle, die bekannt geworden sind. Darüber kann man sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Jeder Dritte hat mir jetzt was gesagt. Also worum geht es am Kern? Dass Daten ausspioniert wurden. Wo Daten ausspioniert worden sind, wo Daten gestohlen worden sind, wobei gestohlen heißt, dass diese Daten kopiert werden. Und dann an andere auch zugänglich gemacht werden und teilweise verkauft werden. Und die Frage ist natürlich sofort, wie groß ist der Schaden zum Beispiel? Und wenn wir uns angucken, das Thema Sony PlayStation, da wurden Kreditkartendaten und andere Daten praktisch entwendet, verkauft, wie auch immer. Und der Schaden für das Unternehmen war am Ende, so hat es damals IBM gemessen, ein zweistelliger Milliarden-Euro-Betrag. Weil es gab Reputationsschäden, die erheblich waren für das Unternehmen. Man musste wieder praktisch die Sicherheitsmaßnahmen neu hochfahren. Man musste Kundenbindungsmaßnahmen natürlich dementsprechend wieder einleiten. Und das sind so Themen, um die es letzten Endes natürlich auch geht. Und das ja dann, obwohl es eben solche Berater und IT-Sicherheitsfachkräfte wie Sie gibt, wie sicher halten Sie denn Ihre eigenen persönlichen Herr Schönbohm-Daten auf einer Skala, sagen wir mal Schulnoten 1 bis 6? Naja, also 6 ist ungenügend, nicht? So verstehe ich das. 1 ist sehr gut. Jetzt würde ich mal sagen, nichts ist perfekt, also irgendwo zwischen 2 und 3. Jetzt gehe ich ganz offen hin und sage, mein Gott, wenn ich jetzt hingehe und jemand versucht, meine Daten zu hacken und kennt den Geburtstag meiner Frau, das dürfte nicht so schrecklich schwierig sein. Wenn man versucht, irgendwo zu überlegen, wo ist wo, wie, welches Angebot, was wir an Kunden abgeben, ist schon schwieriger. Und wenn es darum geht, wenn wir bestimmte Themen besprechen, im Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., wenn eben Kunden, wenn Mitglieder des Vereins hingehen und sagen, da habe ich ein Problem und wie gehe ich damit um und andere Unternehmen sitzen zusammen, dann sind das natürlich Daten, die besonders gut geschützt sind. Also es geht auch darum, dass man die Daten so ein bisschen priorisiert, was sind besonders sensible Daten und was sind Daten, die jeder haben kann. Also 2 minus, zumindest zwischen 2 und 3. Ja. Luft nach oben oder eine gute 3, ja. Die 1 des kleinen Mannes, wie man ja auch früher gesagt 6 hat. 6 ist Neuland, also. Genau. Frau Reda, wie gut sind denn, fühlen Sie denn sich mit Ihren Daten und dem Schutz Ihrer Daten? Sie sind Facebook-Nutzerin. Gut, also ich denke, wenn ich Daten auf Facebook oder ähnliche Social Networks stelle, dann muss ich davon ausgehen, dass die im Zweifelsfall öffentlich werden können, auch wenn ich sie nicht unbedingt öffentlich ins Netz stelle. Also wenn man und zum die, Beispiel, die Sie nicht öffentlich haben wollen? Die ich nicht öffentlich haben will, die stelle ich nicht auf Facebook. Also, ja, aber die mailen Sie halt, Sie telefonieren, Sie verschicken klar. SMS, was ist damit los? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Bei E-Mail-Verschlüsselung benutze ich, habe auch eine verschlüsselte Festplatte und dergleichen. Da ist natürlich immer ein höherer Aufwand mit verbunden. Das heißt, wenn ich verschlüsselte E-Mails schicken muss, dann reicht es halt nicht, wenn ich selbst mit der Technologie umgehen kann, sondern die Gegenseite muss das auch tun. Und es ist natürlich auch nicht besonders sinnvoll, wenn man immer nur dann Verschlüsselungen benutzt, wenn man selber was zu verbergen hat, weil man dadurch natürlich sich allein durch die Verschlüsselung irgendwie verdächtig machen wollte. Also Schatz, bringst du heute Abend die Milch mit oder so, kann auch durchaus mal verschlüsselt werden. Aber was macht das jetzt so als Quersumme in der Schulnote? Also ich würde mich da in einem ähnlichen Bereich anordnen, was 2 bis 3 angeht. Aber ich glaube, es ist ein grundsätzliches Vertrauensproblem, auch durch die Snowden-Enthüllungen entstanden. Okay, zu denen kommen wir noch später. Sorry, da muss ich gleich reingrätschen. Und will Sie erst noch was anderes fragen. Sie lieben ja das Netz als so eine befreiende, glücksbringende Instanz. Und Sie sagen, ich habe ja den Spot angesprochen gestern Abend im 1. Europa muss mehr so werden wie das Internet, gemeinschaftlich vernetzt, grenzenlos. Ist das Netz denn so? Also vor allen Dingen so gemeinschaftlich?
Also ich denke da an solche Projekte wie zum Beispiel die Wikipedia, wo Leute ohne ein unmittelbares persönliches finanzielles Interesse oder so Wissen zusammentragen und gemeinsam an so einem riesigen Projekt arbeiten. Und ich glaube, gerade irgendwie Journalisten oder auch eine ganze Reihe anderer Berufsgruppen benutzen das einfach als einen Einstieg, um sich über neue Themen zu informieren. Und das ist was, das hätte man sich, glaube ich, vor 20, 30 Jahren in der Form nicht vorstellen können. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie eben diese Kollaboration und dieses Gemeinschaftliche im Internet funktionieren kann. Okay. Jetzt war ich allerdings gestern ganz schön überrascht, was Sie fordern, um dieses Wikipedia-mäßig organisierte Europa zu erreichen. Und zitiere zwei Sachen, die ja auch wirklich an prominenter Stelle genannt werden. Ich will, dass du Filme und Serien anschauen kannst, egal in welchem Land du wohnst. Ich will, dass Europa in 20 Jahren den ersten Weltraumaufzug baut. Also ich muss sagen, die Forderungen sind nicht unter meinen Top 10, wenn es um das gemeinschaftliche Europa geht, vielleicht auch nicht unter den Top 20. Also das sind Sachen, die vom wirklich ganz Kleinen bis zum ganz Großen gehen. Ich glaube, das mit den YouTube-Videos ist vielleicht nicht die, das brennendste Problem der europäischen Integration. Das raubt aber mir nicht was, die Nachtruhe, muss ich tatsächlich sagen. Es ist aber was, wo man den Leuten zeigen kann, wo Europa mit ihrem Alltag was zu tun hat. Weil es ist ja nicht unbedingt warum Leute zum Beispiel in Österreich sich die Mediathek nicht anschauen können, obwohl das ja Inhalte sind, Kultur, die von Steuergeldern bezahlt wurde und die eigentlich allen Menschen zur Verfügung stehen sollte. Und ich finde, es ist wichtig, wenn wir irgendwie Verständnis und auch Unterstützung für dieses europäische Projekt schaffen wollen, dass wir zeigen müssen, wo wir eben solche Grenzen abbauen können und dadurch den Menschen das Leben leichter machen können. Das, der Weltraumaufzug auf der anderen Seite, das ist wirklich ein visionäres Zukunftsprojekt und ein Beispiel eben, wo diese Europäische Union eben durch Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern auch mal neue Forschung angehen kann und neue Infrastruktur schaffen. Ich meine, das klingt jetzt erstmal utopisch, aber ein Weltraumaufzug ist eben die Alternative zu der bestehenden Raketentechnologie, um Sachen ins Netz zu bringen. Wir gehen jetzt, wir sind im Netz, wir wollen nicht ins All. Okay, vielen Dank erstmal für die Auskünfte. Die Wikipedia wurde ja schon gerühmt und da habe ich ja auch hererwähnt, was ich vorhin gesagt habe, dass Sie ein Freund der Vorratsdatenspeicherung sind und auch Spätprogrammen wie PRISM was abgewinnen können. Soweit richtig oder völlig falsch und aus dem Zusammenhang gerissen? Also in dieser verkürzten Form bestimmt nicht richtig, aber bei Wikipedia steht ja auch noch viel anderes Zeug, was nicht richtig ist, aber ich gebe mir keine Mühe, das zu korrigieren. Ich lese das ganz einfach nicht. Aber dass Sie der Vorratsdatenspeicherung was abgewinnen können, ist nicht so ganz verkehrt. Nein, das ist nur nicht ganz falsch, sondern das ist schon richtig. Nur darf man das nicht so verstehen, dass ich nun oder Polizisten insgesamt nun morgens aufstehen mit dem Bewusstsein oder mit dem Wunsch, wie können wir heute die Menschen überwachen? Die Polizei hat einen gesetzlichen Auftrag. Sie hat einen gesetzlichen Auftrag, Gefahren zu verhindern, Straftaten zu verfolgen. Und dieser gesetzliche Auftrag ist demokratisch legitimiert, er ist von den Parlamenten gegeben, er wird von der Regierung kontrolliert, immer wieder von den Gerichten auch überwacht und gegebenenfalls korrigiert. Und die Polizei hat als vollziehende Gewalt im Staat den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, Straftaten zu verfolgen. Und da muss man schon darauf aufmerksam machen, dass dieser gesetzliche Auftrag auch im Internet gilt, selbstverständlich. Und dass die Polizei über ausreichende Instrumentarien verfügen muss, um diesen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Und darauf muss man aufmerksam machen, weil sonst passiert, was in anderen Zusammenhängen schon passiert ist, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, die es uns nicht ermöglichen, den Auftrag zu erfüllen, um dann anschließend auf die Polizei zuzukommen und sagen, hier hat die Polizei versagt. Und okay, genau das darf nicht passieren. Okay, ich würde auch Sie gerne fragen, Schulnoten-wise, welche Note Sie vergeben für den Schutz Ihrer Rainer-Wendt-Daten und für den Schutz der Daten, die Sie hinterlassen, wenn Sie beruflich unterwegs sind. Also ich bin ja nicht bei Facebook, obwohl es manchmal so 20, 30 Facebook-Seiten mit meinem Namen gibt. Wir lassen dann immer mal wieder ein paar löschen, weil da ganz wilde Bildkonstruktionen drauf sind. Ich habe es ein bisschen, meine Daten sind offensichtlich ein bisschen leichter geschützt, besser geschützt als die von Herrn Schönbohm, weil ich schon mehrere Ex-Ehefrauen habe, also über mehr Geburtsdaten verfüge.
um das alles abzusichern. Das kann natürlich auch von Vorteil sein. Und in Schulnoten, also ich meine, morgen ist der 1. Also Mai. Ganz sicherlich nicht so wie wir sehen im Mauerpark in Kreuzberg und so überall schon Polizisten. Da gibt es ja unter Umständen auch Leute, die sich interessieren, welche Strategie die Polizei fährt. Wie gut sind also diese Mails geschützt? Also die 3 bis 4 war das jetzt? 3 bis 4, ganz bestimmt. Okay. Aber sie werden das bestimmt herausfinden, möglicherweise noch im Laufe der Sendung. Die Polizei hat so viele Geheimnisse gar nicht, ganz im Gegenteil. Gerade der Berliner Polizeipräsident Klaus Kant und Frank Henkel werben für Offenheit, gerade in der Polizeistrategie, machen Pressekonferenzen, sprechen mit den Diskussionsteilnehmern vorher und nachher und auch während der Veranstaltung. Könnte man auch drüber reden, was zum Beispiel Aufmarschrouten von NPD-Demos betrifft. Machen wir aber nicht, ist nicht unser Thema. Und ich mache jetzt hier einen harten Break und bitte euch um 5 Minuten Geduld für so einen lexikalischen Einschub. Vorratsdatenspeicherung, wenn ihr das bei Scrabble legt, super, extrem langes Wort. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, was dahinter steckt, das fiel schon ein paar Mal. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Also, von den EU-Staaten vereinbart 2006, also nach den Anschlägen von Madrid und London, als Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung erfasst werden, wenn sie eben zur Anwendung kommt, die Verbindungsdaten aller Telefone und E-Mails, also oft wird gesagt nur Metadaten, wobei man über das nur vielleicht auch nochmal sprechen könnte, ohne konkreten Verdacht für 6 bis 24 Monate. Das Bundesverfassungsgericht, das wurde vorhin schon angesprochen, kippte 2010 das entsprechende deutsche Gesetz, das diese Richtlinie sozusagen umgesetzt hat. Und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat dann Anfang des Monats, also jetzt Anfang April, die gesamte Richtlinie für ungültig erklärt. Das waren aus Ihrer Sicht, Herr Wendt, schätze ich, keine so richtig guten Nachrichten. Nein, das waren keine guten Nachrichten. Und zwar deshalb, weil es uns erschwert, unseren Auftrag wahrzunehmen. Aber die Verantwortung liegt jetzt eben auch dort, wo dieser Richterspruch gefällt wurde. Wir haben ja in Deutschland tausende Verfahren, im Übrigen mit Opfern, die wir alle nicht als Opfer sehen wollen. Tausende Verfahren, bei denen wir die Täter nicht ermitteln können. Was bedeutet, dass diese Straftaten weitergehen und es weitere Opfer gibt. Aber gab es nicht auch schon Straftaten, bevor wir das Internet hatten, die nicht ermittelt und aufgeklärt werden? Ganz genau. Man könnte, also wenn der Gesetzgeber und wenn diese Gesellschaft sagt, wir nehmen es hin, dass tausende Kinderschänder nicht ermittelt werden, dann sage ich, es ist okay, wenn die Gesellschaft das so will, dann soll sie das machen. Aber sie soll der Polizei nicht vorwerfen, ihr seid unfähig, ihr könnt die Täter nicht ermitteln. Dann muss sie uns die Instrumente geben. Ich bin gar nicht Partei. Es gab es früher auch, das stimmt. Ja. Entschuldigung, wenn ihr was sagen wollt, sorry, wenn ihr was sagen wollt, dann gibt es wunderschöne Mikrofone. Wir zeichnen ja wie gesagt auf. Herr Wendt, wenn das so wichtig ist, wieso braucht das BKA dann 2 Jahre, um die Daten auszuwerten, wie zum Beispiel im Fall EDATI rausgekommen ist? Vielleicht hilft Ihnen auch keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Das stimmt, das gibt es in vielen anderen Zusammenhängen noch viel schlimmer. In Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern haben die Staatsanwaltschaften sichergestellte Datenträger nach 2 Jahren, nachdem sie sie nicht auswerten konnten, an die Verdächtigen wieder zurückgeben müssen. Im Grunde genommen eine ganz katastrophale Entwicklung. Das hat in der Tat etwas mit personellen und materiellen Kapazitäten zu tun, wie schnell man solche Dinge machen kann. Darauf hat Präsident Zierke vom BKA auch hingewiesen. Die Dinge dauern so schnell und so langsam, wie wir Kapazitäten zur Verfügung haben. So einfach ist das. Das stimmt. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, das Wort Kinderpornografie ist natürlich eins, wo dann alle aufspringen und auch was meinen und das polarisiert stark, aber ich würde gerne tatsächlich dann lieber im Allgemeinen bleiben als im Speziellen, wenn wir eben über Vorratsdatenspeicherung reden. Da geht es ja auch um Delikte ganz anderer Art. Ich möchte noch mal aus dem EuGH-Urteil zitieren. Die Vorratsdatenspeicherung stellt einen Eingriff von großem Ausmaß und besonderer Schwere in die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens dar. Herr Löning, Sie waren der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung bis 2013. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht. Was würden Sie denn sagen? Geht es diesem Recht in diesem Jahr ganz gut, so mittel? Ich habe mich sowohl über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals, aber jetzt auch des EuGH gefreut. Und ich stimme Herrn Wendt in all den Dingen, die er gesagt hat, über die Aufgabe der Polizei völlig zu. Ich bin froh, dass ich in einem Staat lebe, wo es ein Gewaltmonopol gibt, der Polizei, und nicht in einem Staat, wo jeder denkt, ich werde nicht richtig beschützt, ich muss das selber machen. Und sich eine Knarre zulegt, also damit da kein Zweifel dran aufkommt. Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja nicht darum, dass generell verboten wird, Daten von Kriminellen oder Verdächtigen zu erheben oder zu speichern, sondern dass anlasslos
Das ist das, worum es geht. Sollen die Daten von uns allen erstmal einfach gespeichert werden, für mindestens 6 Monate, so sah es damals die EU-Richtlinie vor, das halte ich für unverhältnismäßig. Was ist denn verhältnismäßig? Verhältnismäßig ist natürlich ganz normal, wie in jedem anderen Ermittlungsverfahren auch, wenn es einen Verdacht gibt gegen Herrn Müller, Herrn Mayer, Herrn Schulze, Herrn Löning, dass er irgendwas gemacht hat und ein Richter sagt, dem müssen wir nachgehen oder die Polizei sagt, wir wollen hier ermitteln, dann ist es eine andere Situation. Das ist auch richtig. Das soll in einem Rechtsstaat auch so sein. Der Quick Freeze ist das, ne? Kurze Einblendung, Quick Freeze. Das können Sie Quick Freeze nennen oder das können Sie auch anders nennen. Sie können das ja auch, Quick Freeze erweckt ja den Eindruck, als ob Sie nur quasi die Daten von heute erheben. Das kann ja auch heißen, dass Sie jemanden über eine längere Zeit beobachten, verfolgen und Beweiserhebung machen. Ja, all diese Dinge, das soll natürlich selbstverständlich möglich sein. Ich wende mich nur dagegen, dass von uns allen einfach mal so alles festgehalten wird. Jetzt würde ich Sie natürlich auch gerne noch fragen, was die Schulnote betrifft. Wie gut sind Ihre Daten geschützt? Sie haben die anderen das ja gefahren, habe ich darüber nachgedacht, wie würde ich mich selbst benoten? Also schön wäre jetzt mal eine andere Zahl. Ich gebe Ihnen eine andere Antwort als den anderen. Ich mache die Dinge, die ich benutze seit 30 Jahren Computer. Und ich muss ehrlich sagen, über die Sicherheitsfragen, ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich mache die Dinge, die genannt werden. Ich habe einen Browser, der HTTPS verwendet, wenn das geht. Ich verschicke meine E-Mails mit SSL, aber ich verschlüssel sie nicht extra nochmal, wenn ich sie verschicke. Ich benutze Trema statt WhatsApp, was weiß ich, so die allgemeinen Dinge, die ich als Was ist Trema für mich, die noch nicht mal WhatsApp benutzt? Ein Chatprogramm, das verschlüsselt. Okay. Ja. Also ich mache das, was ich in der Zeitung lese, was man tun soll, als technisch wenig Begabter und Bedarfter. Ich kann es aber überhaupt nicht beurteilen, ob es was nutzt. Ich gehe immer davon aus, es schützt mich, sag mal so, vor dem durchschnittlichen Hacker irgendwie von nebenan. Und es schützt mich vielleicht, sag mal, vor mittelmäßig begabten Hackern, aber es schützt mich ganz sicher nicht vor der NSA oder vor dem chinesischen Geheimdienst. Okay, dann halte ich fest, nicht feststellbar. Ich kann es nicht beurteilen. Okay. Herr Schönbohm oder Sie könnten es vielleicht beurteilen, wie. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das EuGH-Urteil fanden Sie gut, weil es eben diese anlassbezogene Speicherung radikal oder fundamental ablehnt. Ich stelle mir vor, die FDP ist da in einem Spagat, einerseits so zwischen den Wurzeln als Bürgerrechtspartei und andererseits als Freund oder Freundin der großen Unternehmen, die ja durchaus ein Interesse haben, die Daten zu sammeln. Das ist ein Spagat, oder? Also erstens ist die FDP nicht Freund von irgendwelchen großen oder kleinen Unternehmen, sondern wir haben politische Prinzipien, nach denen wir uns richten. Und wenn Unternehmen innovativ sind, dann sind das Unternehmen, Google und so weiter, würde ich sagen, sind schon innovative Unternehmen. Ja, und ich bin sehr dafür, dass man diese großen Unternehmen differenziert betrachtet. Ich bin mit einigen, was Sie genannt haben, zum Beispiel hier diese Idee in Weltraum, Transporter oder was auch immer. Es gibt Technologieentwicklung und so, wo große Unternehmen vieles tun. Google Glass ist so ein Beispiel. Und natürlich sind diese Sachen ambivalent. Da kann es Missbrauch geben, wenn ich die großen Mengen an Datenerhebung gebe. Das halte ich für nicht mit unseren Vorstellungen von Schutz der Privatsphäre vereinbar. Andererseits sehe ich, dass eben auch technologischer Fortschritt generiert wird. Big Data ist ein Beispiel, wo man sagen muss, kann sehr gut sein bei der Erforschung von Krankheiten, zum Beispiel bei Vorbeugemaßnahmen. Es kann aber auch aufs Gröbste missbraucht werden, wenn man persönliche medizinische Daten hat. Also wir brauchen eine vernünftige Regulierung bei dem Umgang mit diesen Daten. Genau unser Arbeitsgebiet an diesem Abend. Quick Freeze war das Stichwort, das ich genannt habe, aber Sie hatten es eigentlich den Sachverhalt angesprochen. Also, Herr Wendt, das besagt, gespeichert wird, wenn es einen Anfangsverdacht gibt. Ist ja eigentlich eine ganz gute rechtsstaatliche Tradition zu sagen, die sind nicht alle per se verdächtig, sondern wenn man wenn man da einen Verdachtsmoment hat, dann fängt man an, Daten zu sammeln und zu gucken, was sich daraus strickt. Ja, das ist ja auch langjährige polizeiliche Praxis. Das wird ja auch längst gemacht. Und ist ja auch unter bestimmten Voraussetzungen bei bestimmten Anlassstraftaten auch zulässig nach richterlicher Würdigung und Anordnung. Was wir brauchen als Strafverfolgungsbehörden ist der Blick in die Vergangenheit.
um erstens Straftaten nachzuweisen und um zweitens Strukturen von Straftätern und von Banden möglicherweise zu entdecken. Ich will es Ihnen, ich weiß, dass Sie das viel allgemeiner lieben, ich muss es Ihnen aber trotzdem immer wieder am konkreten Fall deutlich machen. Denn, aber nicht am Beispiel Kinderpornografie. Nein, wir nehmen mal nicht Kinderpornografie, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Es wäre von sehr großem Nutzen gewesen, wenn die Polizei nach der Entdeckung der NSU-Morde in der Lage gewesen wäre, über 6 Monate in die Vergangenheit zu schauen, um zu sehen, mit wem diese Leute telefoniert haben oder Mails ausgetauscht haben, um möglicherweise andere rechtsterroristische Netzwerke zu entdecken. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Ich meine, da haben, muss man nur leider sagen, nicht die Polizei, aber die Verfassungsbehörden so dermaßen versagt. Und dann die Politik hat genauso versagt. Entschuldigung, es war doch die Politik, die den Verfassungsschutzbehörden über Jahrzehnte und auch Ihre Partei über Jahrzehnte untersagt hat, überhaupt miteinander zu kommunizieren. Tun Sie doch nicht so, als würde diese Zusammenarbeit, die da jetzt stattfindet, die zentrale Informationssteuerung, als wäre das eine Erfindung der Politik, das haben wir seit 20, 30 Jahren verlangt. Und die Politik hat es immer verboten, dass die Sicherheitsbehörden miteinander kommunizieren. Und Ihre Partei war da ganz vorne mit dabei. Was ich gesagt habe, war ja kein persönlicher Angriff gegen Sie. Gegen die Polizei und das darf ich mal hier meiner Rolle gerecht werden und moderieren. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, was Herr Löning meinte und was auch hier dieses im Raum verursacht hat, war, da wäre ja so ein Anfangsverdacht hilfreich gewesen. Und dann Schritt 2, Sammeln und Auswerten von Daten. Aber ich möchte mit Ihnen nicht in die Untiefen der NSU und der Aufarbeitung einsteigen. Das ist nämlich genau so ein Aber Sie können Thema genauso wie Kinderpornografie. Gut Rockerbanden, Mafiabanden, Sie können alles nehmen. Wenn Sie einen Anfangsverdacht haben, ist es für die Aufdeckung von Strukturen, von Verbrechen wichtig, in die Vergangenheit und in die Kommunikationsstrukturen hineinzugucken. Wenn der und dafür Anfangsverdacht da ist, ja, oder aber nicht? Wenn der erst da ist und erst dann fangen Sie an, Daten zu sammeln, können Sie eben nicht mehr in die Vergangenheit hineinschauen. Das heißt, der Anfangsverdacht wird aus Daten den Daten sind, konstruiert. Nein, wenn die Daten weg sind, sind sie weg. Wenn der Anfangsverdacht da ist, erst dann können ja diese Daten abgerufen werden. Es geht um Katalogstraftaten, es geht um richterliche Vorbehalte. Aber erst dann können diese Kommunikationsdaten für die Retrospektive abgerufen werden. Aber das ist das doch, wenn ich es richtig verstehe, genau das, was das EuGH sagt. In diesem Fall, dieser Verdacht ist da, dann gucken wir uns an, wer mit wem telefoniert, korrespondiert, gemailt hat. Also so rum wird das Pferd aufgezeugt. Erst der Anfangsverdacht und dann das Sammeln und Auswerten von Daten und nicht der Datenberg, wo man mit Algorithmen drüber geht und guckt, wo soll ich denn mal suchen? Ja, das wird man jetzt ja sehen. Die Europäische Kommission wird ja möglicherweise schnell oder auch langsam, wird man mal schauen, eine neue Richtlinie vorlegen. Wenn das nicht passiert, wird man in die nationale Gesetzgebung eintreten müssen, um eine rechtskonform, grundrechtskonforme Regelung zur Speicherung, zumindest Speicherfrist oder Vorratsdatenspeicherung, wie Sie wollen, dann einzurichten. Denn es kann nicht sein, dass alle europäischen Länder um uns herum wirksame Verbrechensbekämpfung betreiben, eben mit Hilfe von Vorratsdatenspeicherung und ausgerechnet Deutschland sagt, das dürfen wir nicht und das machen wir auch nicht, das wird so nicht kommen. Herr Schönbohm, ich sehe, Sie drängt und Sie kauen auf einem imaginären Kaugummi. Nö, auf meiner Lippe, mach ich immer. Ich konzentriert zuhören. Also irgendwo habe ich den Eindruck, wir diskutieren in Absurdistan. Weil? Facebook, Google, alle anderen können die Daten speichern, solange wie sie wollen. Das sind deren Daten dann, weil wir dann mit Freigabe der allgemeinen Geschäftsbedingungen das akzeptieren. Das tun wir. Die Politik macht da seit Jahren, seit Jahrzehnten nichts. Wir haben 16 Landesdatenschutzbeauftragte, wir haben Bundesdatenschutzbeauftragten, alle wursteln vor sich frei hin. Jetzt geht die Politik hin und sagt, ich möchte im Nachhinein auch gerne noch mal wissen, ob ein Verbrecher A mit dem Verbrecher B oder C Kontakt gehabt hat. Dafür brauche ich diese Verbindungsdaten. Und dann gehen wir hin und sagen, wir haben so eine Angst vor dem Staat, dass wir sagen, darum wollen wir es nicht tun. Nochmal, wir müssen das aber mal ist das langsam nochmal lauter an der Argumentation. Darf ich gerade zu Ende machen? Ja, mit so einem richterlichen Durchsuchungsprofil, natürlich können Sie die Daten, aber nicht, die bei aber nicht Google im gespeichert Nachhinein. Sind, erst diejenigen, bekommen. Ja, als Strafverfolgungsbehörde. Im Nachhinein, wissen Sie, was ich so eigentlich pervers finde? Früher gab es ein Briefgeheimnis. Der Hüter des Briefgeheimnisses war der Staat. Heute verschickt man die Briefe nicht mehr über den Staat, sondern über alle möglichen anderen privaten Provider.
Jeder kann da reingucken, außer dem Staat, weil wir Angst haben, dass der Staat irgendwo wie etwas Böses macht. Darf ich da noch mal kurz den Fuß in die Tür stellen? Aus einer Postlerfamilie stammt, weiß ich aber, dass auch das Briefgeheimnis damals, als wir noch zwei Deutschlands hatten, nicht gewahrt wurden. Und nicht nur im Osten oder im östlichen Deutschland, sondern auch im westlichen. Ich würde trotzdem zur Aufdeckung von Themen. Ihr Einwurf und ihr Hinweis auf Facebook und Google etc. pp., würde ich ja sagen, okay, ist ein Punkt, über den wir auch noch diskutieren müssten. Und der Sachverhalt ist vollkommen richtig, den Sie sagen. Aber, das ist nicht richtig. Aber darf, doch, dass die Daten sammeln und nutzen, ist durchaus richtig. Aber darf der Staat, das ist schon ein Unterschied. Darf der Staat dann, sage ich mal, das Recht genauso beugen wie die Unternehmen? Und wir nehmen es hin? Jetzt, ich mache mal ein Beispiel. Ich will mal weg von dem ganzen Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Alle kennen ja das Thema noch wahrscheinlich der Sauerland-Gruppe. Wir sind alle gegen die NSA-Überwachung und so weiter. Die Hinweise zur Aufdeckung der Sauerland-Gruppe war ein Internetverkehr zwischen Deutschland und dem pakistanischen Grenzgebiet. So, und der hat dann, das war ein Hinweis der amerikanischen Sicherheitsbehörden, die dann dazu geführt haben, dass dieses Thema dementsprechend aufgedeckt wäre. Gäbe es also nicht irgendwo eine Art der Überwachung, hätte es zu einem folgenschweren Attentat geführt, weil wir selber es nicht gesehen haben. So, und da hätten wir mehrere Tote. Und die Frage ist, sind wir bereit, das zu akzeptieren, ja oder nein? Ich finde nicht, weil das ich keine Angst vor anderen habe. Das ist genau das, was eingangs angesprochen wurde, dieses Spannungsgebiet. Das bedeutet eben, dass in Deutschland lebende Pakistanis es hinnehmen müssen, dass bei ihnen zumindest die Metadaten gespeichert werden, weil es unter Umständen dazu führt, dass... Können ja auch, das war ja nur ein deutsches. Es wird doch, der BND überwacht doch Verkehre mit bestimmten Gebieten. Das ist doch nicht so, wie Sie sagen, dass Prozent, wir das nicht überwachen. Wie viel Prozent? Es ist, wie ich finde, richtigerweise begrenzt, dass der BND darf nur einen kleinen Teil des Gesamtverkehrs. Wie viel Prozent war das? Er kann nur einen kleinen Teil, ich glaube ein Viertel des Verkehrs oder sowas. Viel weniger. Technisch kann er noch. Er darf, er dürfte und er kann technisch nur wenig. Das ist Aufgabe des BND, solche Dinge zu tun. Ja, da kann man sich fragen, warum hat er genau diesen Verkehr nicht gefunden? Nein, weil das kann man schon hätten wir sehr gerne diskutiert, Herr Löning, wenn Herr Neskowitz heute Abend zu uns gekommen wäre. Das wäre nämlich sein Leib- und Magenthema gewesen. Ich würde aber sagen, zurück zu der großen Überschrift, die wir haben. Also eigentlich wollte ich jetzt was ganz anderes mit ihm reden, aber nun sind wir schon da. Und da würde ich Sie gerne fragen, Frau... Ja, vielleicht kann ich auch wirklich direkt auf die Überschrift kommen, weil ich finde die... Das wäre ja auch mal schön. Ja, also ich finde die Diskussion in anderer Hinsicht absurd, als Sie das finden, weil es wird gesagt, zwischen Freiheit und Kontrolle. Und tatsächlich, diese Kontrolle ist uns irgendwie verloren gegangen, aber ich finde, es geht da nicht um eine Kontrolle im Gegensatz zur Freiheit, sondern um die demokratische Kontrolle. Wir sind hier ein Jahr nach Edward Snowdens Enthüllung in einer Situation, wo es nicht um hypothetischen Schutz vor Kriminalität geht, sondern um eine tatsächlich stattgefundene Überwachung durch Geheimdienste, die keiner demokratischen parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Und deshalb ist für mich überhaupt nicht die Frage Freiheit oder Kontrolle, sondern wie schaffen wir es überhaupt, die Infrastruktur des Internets wieder demokratisch zu kontrollieren, damit wir eben solche staatlichen Überwachungsexzesse, die zum Beispiel durch Geheimdienste durchgeführt wurden, einfach in Zukunft auch unterbinden können. Also ist Edward Snowden, wir sind jetzt fast ein Jahr danach, für Sie schon noch mal eine Gestalt in der Geschichte des Internets, an der sich unser Thema bricht, oder ist das einfach ein weiteres Kapitel? Ich finde absolut, das ist ein Wendepunkt. Natürlich haben viele das, was Snowden aufgedeckt hat, in der einen oder anderen Weise prophezeit. Aber es zeigt eben, dass es nicht genug ist, einfach nur die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Sie haben völlig recht, dass es wichtig ist, das zu tun. Und da gibt es ja auch auf europäischer Ebene Initiativen, die unter anderem von der Bundesregierung im Moment eben im Ministerrat behindert werden. Aber es reicht eben nicht zu sagen, wir vertrauen auf den Staat. Und natürlich ist auch das Briefgeheimnis ein Abwehrrecht gegen den Staat gewesen. Ich finde das interessant, wenn Sie sagen, es hat eine Überwachung von Themen stattgefunden. Also selbstverständlich hat in der DDR das Lesen von Briefen zur Unterdrückung politischer Dissidenten beigetragen. Okay, auch eine zeitgeschichtliche Diskussion möchte ich nicht führen. Ich würde Sie, Herr, vielleicht noch mal zu dem Briefgeheimnis. Man muss schon sagen, Herr Schönbohm, dass natürlich wäre es Aufgabe des Staates, uns als Bürger da zu schützen. Wir haben da eine gewisse Selbstverpflichtung, aber selbstverständlich hat auch der Staat eine Pflicht, unsere Grundrechte zu schützen. Absolut. Gut, noch weitere Anmerkungen zum Briefgeheimnis? Oder auch sonst was? Also kann, ja. Das macht ja bitte. Unter anderem durch Sicherheitsbehörden. Wäre super, wenn du das Mikro benutzt. Sonst was hätte ich noch.
Und zwar habe ich den Eindruck, dass hier so ein bisschen an den Erkenntnissen, die es ja zum Thema gibt, vorbeidiskutiert wurde. Es gibt ja, was die Vorratsdatenspeicherung anbelangt, zum Beispiel eine Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, die verschiedene europäische Länder verglichen hat, die Vorratsdatenspeicherung hatten über einen Zeitraum von mehreren Jahren und keine signifikante Verbesserung bei der Verbrechensaufklärung feststellen konnten. Da frage ich mich, wie das mit dem, was Sie vorhin sagten, zusammenpasst oder ob Sie andere Studien kennen, die ich vielleicht nicht kenne. Das ist eine Frage an Herrn Wendt, schätze ich. Genau, ne? Ja. Es wurden Hinweise aus den USA erwähnt. Nun hat ja im Nachklang der Snowden-Affäre Obama auch eine Untersuchungskommission eingesetzt. Die wurde von Herrn Clapper geleitet, den man ja nun nicht vorwerfen in Anführungsstrichen kann, dass er einen irgendwie völlig übertriebenen Grundrechtsschutz befürworten würde und der auch einer der führenden Terrorismusbekämpfungsexperten in den USA ist. Und auch diese Kommission ist zum Ergebnis gekommen, dass sie keinen einzigen Fall feststellen konnten, wo die NSA-Überwachungsmethoden zu einem Hinweis geführt hätten, den sie nicht auch auf normalem Wege hätten beschaffen können. Ich frage mich, kenne ich einfach die richtigen Studien nicht? Oder haben diese Kommissionen alle Fehler gemacht? Also ich weiß nicht, ob Sie die richtigen Studien nicht kennen. Sie kennen vor allen Dingen die Berichte aus den Strafverfolgungsbehörden nicht, offensichtlich nicht, denn der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages ist ja ganz honorig, aber eben keine Polizeibehörde. Und, ja, man geht vielleicht davon aus, dass die sich mal austauschen über Erkenntnisse und Ermittlungsergebnisse. Die haben etwas ganz anderes festgestellt. Die haben festgestellt, dass die Aufklärung dieser Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil die Vorratsdatenspeicherung nicht da war, und es werden täglich mehr. Da müssen Sie einfach, ja, Sie müssen, Entschuldigung, den Landeskriminalämtern zuhören und dem Bundeskriminalamt und nicht irgendeinem wissenschaftlichen Dienst aus dem Parlament. Aber das ist doch Moment. Dann wird das, und das hat dieser wissenschaftliche Dienst festgestellt. Er hat festgestellt, dass dies keine signifikanten Auswirkungen auf die Kriminalitätsquote und auf die Aufklärungsquote gehabt hätte. Und das ist auch richtig. Mit solchen Prozentberechnungen kann man sich liebevoll beschäftigen. Und da kommt man zu dem Ergebnis, das ist ja nur irgendwo hinterm Komma irgendwo ein Wert. Das ist der eine Punkt. Aber Sie mögen es ja nicht so konkret. Ich sage es Ihnen trotzdem noch mal konkret. Selbst wenn tausende Straftaten nicht aufgeklärt werden, hat das keine signifikanten Auswirkungen auf die Aufklärungsquote angesichts von 6 Millionen allein erkannten Straftaten in Deutschland, die angezeigt wurden. Die Dunkelziffer ist noch erheblich höher. Diese Zahlen müssen Sie zusammenbringen. Und wenn Sie dann zu dem Ergebnis kommen, und bitte, das ist Ihr gutes Recht, es ist auch das Recht dieser Gesellschaft, zu dem Ergebnis zu kommen. Wir klären dann eben diese Straftaten nicht auf. Aber trotzdem nochmal, Sie sagen einfach, der Inhalt der angesprochenen Studien deckt gar nicht ab, was Sie ermitteln oder nicht ermitteln. Der zieht nur die falschen Schlüsse. Die reden ja von den signifikanten Auswirkungen auf die Aufklärungsquote. Ich habe doch beides gelesen. So, jetzt müssen Sie das vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder vom Bundeskriminalamt lesen. Und da lesen Sie von einigen tausend Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten. Ich sage jetzt nicht mehr das böse Wort. Aber es gibt ja auch noch viele andere Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten. Wenn Sie sagen, das hat gar keine Auswirkungen auf die Aufklärungsquote, das sind ja auch nur ein paar tausend, dann sage ich Ihnen, für mich ein paar tausend zu viel. Wenn Sie sagen, im Namen der Bürgerrechte nehmen wir das alles hin, dann bitte schön, dann machen Sie das. Ich sage Ihnen, diese Straftaten werden nicht aufgeklärt. Ich glaube, die angesprochenen Studien, die ich nicht kenne, also ich glaube, der Punkt war eben, dass die von Ihnen angesprochenen paar tausend nicht aufgeklärten Straftaten so oder so nicht aufgeklärt worden wären, beziehungsweise... Nein, da hat das Bundeskriminalamt schon sehr fein differenziert und hat gesagt, wir haben, weil wir genau über dieses Instrument nicht mehr verfügt haben, diese Straftaten nicht aufklären können. Und noch einmal, die Studie des Bundestages stellt einzig und allein darauf ab, welche Auswirkungen das auf die Quote hätte. Und die ist in der Tat gering. Aber Entschuldigung, ein paar tausend Straftaten haben nur geringe Auswirkungen auf die Quote. Es sind trotzdem ein paar tausend Straftaten zu viel, die nicht aufgeklärt wurden. Ich würde gerne noch mal sagen, wir haben ja hinterher auch noch Brezeln und Wein. Und das klingt mir nach einem ganz ergiebigen Gespräch, das Sie beide führen können. Ja, das ist ein Unterschied. Vielleicht besuchen Sie mal den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages oder andersrum. Ich glaube, die haben sich da ganz viel zu sagen. Ich möchte ungern jetzt lange bei diesem Thema verweilen. Gerne noch eine Anmerkung dazu, aber ich habe das Gefühl, das reißt uns in eine andere Richtung. Ich habe mir ja was überlegt für heute Abend. Signifikanz heißt nichts anderes, als dass sich der Unterschied im Rahmen des statistisch Üblichen bewegt. Sprich, dass man aus statistischen Daten nicht herauslesen kann, dass sich irgendetwas verändert hätte über den Rahmen des Zufalls hinaus. Das heißt nicht Signifikanz, dass es heißt, wenn wir das haben, können wir es aufklären, und das führt dazu, dass diese Straftaten dann aufgeklärt werden oder nicht.
Das ist einfach nur Statistiker anders, aber die Statistiker, ja, aber, Dienstes meinen es besser zu wissen. Entschuldigung, Herr Wendt, aber wenn ich dem BKA und dem LKA nicht glaube, dann glaube ich Ihnen deshalb nicht, weil Sie politisch gesteuert sind. Naja, wenn das Sie dem BKA sowieso nicht glauben, dann haben Sie doch ein ganz grundlegendes Problem mit rechtsstaatlichen Einrichtungen, die unter parlamentarischer Kontrolle stehen. Dann haben Sie aber ein ganz anderes Problem mit diesem Staat. Ja, ich habe auch ein Problem mit einer polizeilichen Kriminalstatistik, die behauptet, sie würde Straftaten erfassen und nicht anzeigen. Das hat die polizeiliche Kriminalstatistik noch nie behauptet. Alle wollen was sagen, offenbar im Publikum, auf dem Plenum. Ich frage erstmal kurz zu euch beiden. Da hinten gibt es irgendwie via Twitter jemanden, der sich zu Wort melden möchte? Also wir haben tatsächlich viel Widerstand gegen die Ablehnung, gegen die wissenschaftlichen Studien. Und ich glaube, viel Widerstand gegen die Ablehnung. Also viele unterstützen die Position von Herrn Wendt. Viele widersprechen dem Ganzen und würden, glaube ich, gerne das noch, wenn dann mehr gestützt sehen, diese Aussagen durch vielleicht Quellen oder Aussagen, die nicht direkt von der Polizei kommen. So, jetzt mal Frage an die Veranstalter. Ich glaube, wir können quasi schon direkt im Gang in die Publikumsdiskussion gehen, oder? Ist das genehm? Also gibt es noch mehr Wortmeldungen? Ich würde dann vielleicht noch mal ein, zwei Bemerkungen aus dem Publikum sammeln und dann muss ja hier vorne auch geantwortet werden. Also bitteschön. Es wurde ja eben meiner Meinung nach ganz richtig schon gesagt, dass wir... Entschuldigung, was ich noch zauberhaft finden würde, habe ich vorhin nicht gesagt. Ihr wisst ja, wer hier vorne sitzt, wenn ihr euch selbst noch mal kurz vorstellen würdet, also mit Namen und was ihr so macht. Mein Name ist Stefan Herwig, ich habe früher Kommunikationswissenschaft studiert und ich fand den Einwurf gerade viel zu wenig beachtet, dass wir eigentlich schon Vorratsdatenspeicherung haben, auf privatwirtschaftlicher Seite, die wir gar nicht thematisieren, zum Beispiel Google etc., Facebook und so weiter. Und die Problematik der Datensammlung besteht ja eigentlich darin, in den Verknüpfungen der Daten. Ja, also es geht ja nicht nur darum, dass die Daten auf einer Ebene gesammelt werden, sondern dass dann auf verschiedenen Ebenen verschiedene Daten verknüpft werden und daraus Profile entstehen. Ja, und das ist eigentlich meiner Meinung nach das versteckte Problem sämtlicher Datensammlungen. Und deswegen die Frage eigentlich an Herrn Wendt, wenn Sie gesagt haben, Sie würden gerne in die Vergangenheit schauen, muss diese Datensammlung, in die Sie da schauen müssen, muss die eigentlich zwangsläufig zentralisiert sein? Weil das ist eigentlich eines der Charakteristika der Vorratsdatenspeicherung, bei denen die Verfassungsgerichte gesagt haben, nee, hier gehen wir nicht mit und hier wird es möglicherweise nicht mehr verfassungskonform. Das heißt also, muss diese Datensammlung, für die Sie in die Vergangenheit schauen, muss die aus einer Quelle kommen oder könnten das nicht auch viele verschiedene Quellen sein, in dem Falle, bei denen die Daten eben nicht verknüpft sind, dann wird es vielleicht etwas mühsamer, aber vielleicht auch etwas weniger intrusiv. Nochmal eine kurze Nachfrage zum Verständnis. Das sähe dann wie aus? Also wo geht man hin, um die Daten zu erhalten, die man haben möchte im Fall einer Ermittlung? Also Sie müssen die Daten ja nicht nur auf technischer Ebene, also derzeit sollen die Daten ja auf Ebene von ISPs und Telekommunikationsanbietern gespeichert werden. Das heißt also, die Telekom speichert die Daten oder Alice oder was auch immer, die Internetdaten. Aber theoretisch könnte man die Daten auch auf der infrastrukturellen Ebene speichern. Das heißt also, ich sage mal, eBay speichert Daten, die wir für die Nutzung von eBay brauchen. Facebook speichert nur die Daten, die wir für die direkte Nutzung von Facebook brauchen. Amazon speichert nur diese Daten etc. etc. Dann hätten Sie viele verschiedene Datensammlungen und könnten aber möglicherweise begrenzt in dem Fall aufklären und die Verknüpfung würde deutlich schwerer fallen. Also ich weiß nicht, ob es euch anders geht, ich habe es noch nicht verstanden, das Prinzip. Also weil Amazon, eBay etc. pp., die sammeln ja auch schon mehr. Also der Vorschlag ist anscheinend, dass die Inhalteanbieter speichern sollen anstelle der Telekommunikationsanbieter. Wenn ich es richtig verstanden habe. Die Telekommunikationsanbieter haben ja alle Daten. Wenn Sie mit einem Internetanschluss ins Internet gehen, ja, sagen wir, Sie haben zwei, Sie haben einen auf Arbeit und einen privat, ja, dann nutzen Sie beide Internetanschlüsse wahrscheinlich über 300 Tage im Jahr. Ja. So, das heißt also, Sie haben dort Datensammlung bei der Vorratsdatenspeicherung, die würden anfallen für die Nutzung vom Internet kombiniert 365 Tage im Jahr. Aber wenn Sie zum Beispiel nur denken, welche Nutzungsdaten bei der Nutzung von eBay anfallen, dann sind die deutlich geringer. Ja, und wenn Sie zum Beispiel sagen wollen, okay, wir haben jetzt hier eine Straftat in Verbindung mit dieser Plattform, Weber bei eBay gemacht hat und nicht, was sie bei Amazon und sonst wo gemacht hat. Oder bezogen auf Telekommunikation oder Telefondaten, dass man halt wirklich nur Verbindungsdaten speichert und keine Positionsdaten. Ja? Und die dann nicht miteinander verknüpft, dann können auch keine Profile daraus erstellt werden. Deswegen die Frage nochmal an Herrn Wendt. Wäre das auch eine Option für Sie?
Also zunächst einmal, wenn man in die Vergangenheit hineinschauen darf bei der Vorratsdatenspeicherung, ich glaube in der Tat, dass die erste Form und vor allen Dingen die erste Anwendung, die bei der Vorratsdatenspeicherung praktiziert wurde, das Instrument sehr diskreditiert hat, weil tatsächlich Eierdiebe verfolgt wurden, also vergleichsweise. Und das war politisch ein grober Fehler und hat es den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung sehr erleichtert, hier auch eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die diesen ganzen Begriff mittlerweile in einer Weise diskreditiert hat, dass die Leute ja schon erstmal kaum noch wissen, was wird da eigentlich gemacht, und zweitens, wie kann man das rechtsstaatlich vernünftig dann auch noch umsetzen, und zwar verhältnismäßig. Ich kann mir das selbstverständlich vorstellen. Ich könnte mir auch ganz andere Sachen vorstellen, so wie das Verfassungsgericht ja auch grundsätzlich bemängelt hat, dass das überhaupt bei privaten Anbietern gespeichert wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die alle bei einer Behörde gespeichert werden. Ich vertraue im Gegensatz zu dem einen oder anderen Behörden viel eher, weil sie nämlich unter rechtsstaatlicher parlamentarischer Kontrolle stehen, als irgendwelchen privaten Anbietern, die ja von Gewinnstreben aufgestellt sind und danach orientiert sind und nicht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen des Gemeinwohls. Aber die müssen Sie auch ans Gesetz halten, Herr Wendt. Ja, selbstverständlich. Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass sich Behörden ans Gesetz halten. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Zeit im Deutschen Bundestag war, aber davon müssen wir das schon mal ausgehen. Keine Schlägerei, bitte. Ich sehe hier eher, aber dass die Behörden sich in erster Linie mal an Gesetze halten, davon dürfen wir doch wohl hoffentlich ausgehen. Und dass diese Einhaltung dieser Gesetze selbstverständlich kontrolliert wird und kontrolliert werden muss, da sind wir uns beide völlig einig. Aber trotzdem, noch einmal, ist es nicht viel gefährlicher, wenn alle Daten an einer Stelle zentral sind? Ist das nicht viel gefährlicher, als wenn viele verschiedene Daten an vielen verschiedenen Stellen sind? Und ich würde die gerne mal an den Herrn Schönbohm weitergeben, der ja offenbar vielleicht mit auch genannten Firmen zu tun hat, also zumindest eben mit der privatwirtschaftlichen Seite von Internetanbietern. Wäre das ein Weg? Denken Sie, da würden sich Unternehmen drauf einlassen? Und können Sie sich vorstellen, dass das ermittlungstechnisch tatsächlich fruchtet, wenn eben die einzelnen Anbieter Daten sammeln dürfen und im Verdachtsfall, soweit waren wir ja schon, dann eben einer nach dem anderen abgefragt werden, was es zu sagen gibt über Person XY? Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja bestimmte Zentralstellen, wo Personendaten auch gemeldet werden. Das haben wir nun mal zum Beispiel. Wir haben bestimmte Themen. Wenn wir, der Bund plant ja ein IT-Sicherheitsgesetz, wie es so schön heißt, also wo bestimmte Cybersicherheitsvorfälle zentral gemeldet werden sollen, für kritische Infrastrukturen zentral. So, also wenn wir das schützen können, dann wüsste ich nicht, warum wir die anderen Daten nicht auch zentral schützen können. Der zentrale Punkt ist für mich, Sie haben ja gerade einige Studien zitiert. Das, was ich komplett vermisse, ist eigentlich das Versagen des Staates in diesem Umfeld. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber Sie müssen sich mal überlegen, wir haben das Thema der organisierten Kriminalität in Deutschland. Wir reden ja auch über Sicherheit und Freiheit im Zwiespalt. So, die organisierte Kriminalität macht rund 80% des Schadensvolumens aus. In der polizeilichen Kriminalstatistik kann man vortrefflich darüber streiten, steht drin Schadensvolumen um die 60, 70 Millionen Euro. Pro Jahr in Deutschland. Millionen. Sie sollten es kennen, Sie waren drin im Bundestag, 60 bis 70 Millionen Euro Schadensvolumen in Deutschland. Offizielle polizeiliche Kriminalstatistik. So, alle anderen Privaten sagen, das geht in die Milliarden. Fritsche selber sagt, als damaliger Staatssekretär, das ist bis zu 50 Milliarden Euro Schadensvolumen in Deutschland. So, und was gibt der Bund aus für das BSI, wo alle sagen, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die Perle in dem Umfeld, weniger als 100 Millionen. Für mich klingt das nach unglaublich viel Geld. Wenn ich weiß, dass der Haushalt des Bundesinnenministeriums ist 5,6, 5,7 Milliarden, dann hat der Staat eigentlich, und das hat Zirke, glaube ich, zutreffend gesagt, diesen Kampf der Kriminalität verloren. Also wenn wir die Diskussion richtig verstehen, dann müssten wir eigentlich sagen, die Unfähigkeit Deutschlands in diesem Umfeld und die starken Akteure in diesem Umfeld, ob das ist im kriminellen Umfeld oder anderer Staaten. Und da widerspreche ich in einem Punkt. Der amerikanische Geheimdienst ist für mich immer noch demokratisch legitimiert, genau wie der englische, anders als vielleicht der russische, der chinesische oder der iranische, die erhebliche Themen in dem Umfeld haben. Auch im Bereich der Netzüberwachung etc. innerhalb Deutschlands, was man auch in den verschiedenen Verfassungsschutzberichten nachlesen kann. Auch das ist bestimmt ein Punkt, den man super diskutieren kann. Im Bereich Sicherheit und Freiheit. Inwiefern Richterurteile, die die Öffentlichkeit nicht erfährt und die bestimmte Dinge und Praktiken legitimieren, demokratisch legitimiert sind. Ich hätte zwei Fragen, die ich gerne hier auf dieser Seite loswerden würde, Herr Löning. Vielleicht zum einen bei Ihnen. Wir hatten vorhin schon mal kurz Edward Snowden angesprochen.
Ist es nicht vielleicht eine gute Sache, dass dann auch das Handy der Kanzlerin ausgespäht wurde? Also, dass auch oben ankommt, weil dann vielleicht ja, die Ignoranz, die Sie gerade angesprochen haben, jetzt auch eine Adressatin gefunden hat, die möglicherweise denkt, mit der Bundesregierung, Sie gehörten ja an bis vor einem Jahr, dann können wir mal aktiv werden. Also es ist eine gute Sache, dass wir das wissen, was Edward Snowden veröffentlicht hat, weil es eine Debatte darüber losgetreten hat, was können technisch diese Dienste eigentlich jetzt, was sie früher vielleicht nicht konnten. Ich glaube, die meisten von uns, die nicht im Sicherheitsgeschäft tätig sind, wussten das nicht. Also ich war mir nicht im Klaren darüber, in welchem extremen Ausmaß inzwischen Überwachung stattfinden kann, wenn ich lese, dass das neue Rechenzentrum der NSA in Utah praktisch den gesamten Internetverkehr speichern kann, muss ich ehrlich sagen, dann wird mir ganz komisch. Und dann stellen sich natürlich Fragen nach der demokratischen Kontrolle. Und es stellen sich die Fragen, sind die Gesetze und die Mechanismen, die wir haben, die wir geschaffen haben für analoge Dienste, als man das Telefon hochheben musste, um mitzuhören, sind das noch die richtigen Gesetze und Überwachungsmechanismen, um das, was jetzt passiert, mit ganz anderem technischen Aufwand demokratisch und gesetzlich zu kontrollieren? Es stimmt, dass die NSA und auch GCHQ natürlich in demokratischen Rechtsstaaten sind, aber die Kontrolle funktioniert im Moment nicht. Und ich finde, wir sollten uns an der Stelle auch mal überlegen, was machen eigentlich unsere eigenen Nachrichtendienste? Ich habe keine Vorwürfe da zu machen, aber vielleicht ich würde gerne wissen, wie funktioniert bei uns die Kontrolle. Und was ich weiß von den Kollegen, die da im parlamentarischen Kontrollgremium sitzen, das funktioniert nicht. Es gibt Mitglied einer Regierungspartei waren. Aus meiner Sicht, die Aufsicht, die parlamentarische Aufsicht über unsere Dienste ist nicht ausreichend. Und hat die schwarz-gelbe Regierungskoalition weder die schwarz-gelbe, noch die schwarz-rote, noch die rot-grüne irgendwie in die richtige Richtung ausreichend gearbeitet? Da hat das Parlament aus meiner Sicht, das unser aller Vertreter ist, bei der Kontrolle von Regierungsarbeit und damit auch bei der Kontrolle von Geheimdiensten, nicht ausreichend Selbstbewusstsein. Oder ich nehme da niemand aus, keine Partei und auch keinen der Abgeordneten. Was Auftrag ist, das Parlament ist, nämlich unsere Rechte zu schützen, nicht ausreichend wahrgenommen. Das Parlament muss wissen, was in den Diensten passiert. Das heißt, dass alles in der Zeitung toll, stehen muss. Auch das wäre total toll, wenn wir jetzt Wolfgang Leskowitsch da hätten. Der hat so nämlich auch eine dezidierte Haltung. Ich habe da mit ihm überhaupt keine Differenz an der Stelle. Das Parlament ist der Souverän, der Vertreter des Souveräns. Das Parlament muss bis ins Letzte kontrollieren, was die Exekutive macht. Natürlich gibt es schützenswerte Daten, personenbezogene Daten, bestimmte Ermittlungstaktiken und so weiter, die nicht in die Öffentlichkeit. Aber es kann nicht sein, dass Teile der Exekutive ohne Kontrolle stattfinden. Das geht in einem demokratischen Rechtsstaat nicht. Und das ist eines der Probleme, die Snowden aufgedeckt hat. Das ist beim NSA so. Da hören Sie sich an, was Dianne Feinstein zu dem Thema sagt. Das ist beim GCHQ in Großbritannien genauso. Sagt was? Demokratische Senatorin, Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, die gesagt hat, ich weiß selbst nicht, was in den Diensten passiert. Und die sich darüber bitter beklagt hat, dass das amerikanische Parlament da die Kontrolle eben nicht hat. Ich würde jetzt gerne einen Aspekt, den Sie angesprochen haben, Herrn Schönborn, an Frau Reda geben. Sie haben diese Ignoranz oder dieses Nichterkennen eines Sachverhalts, den man mal zur Kenntnis nehmen sollte, seitens der Bundesregierung angesprochen. Noch eine Ergänzung. Entschuldigung, ich wollte gerade die Frage an Frau Reda weitergeben. Und Sie haben gesagt, die Technik braust davon und die, ich sag mal, juristisch... ethische Diskussion kommt gar nicht nach. Ist das vielleicht dann letztlich, es liegt mir fern, altersdiskriminierend zu sein, aber ist das vielleicht letztlich auch eine Generationenfrage? Also die Leute, die in politischen Ämtern sind, die politischen Entscheidungen treffen, sind meistens jenseits der 50. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch stimmt, aber vor ein paar Jahren habe ich mir in verschiedenen Redaktionen sagen lassen, es gibt Bundestagsabgeordnete, die haben keinerlei Berührung mit dem Internet. Wenn jemand den mailt, wird das ausgedruckt und die Sekretärin bringt es rein. Also dieser Begriff Neuland, ein bisschen überstrapaziert, aber ist da vielleicht was dran, dass die... Nee, ich denke, es ist keine Generationenfrage, weil es handelt sich ja hier nicht um eine technische Debatte, sondern um eine politische Debatte. Sie sagen ja... Aber kann man die Technik beurteilen, wenn man sie gar nicht nutzt? Man muss die Technik verstehen können bis zu einem gewissen Grad, aber das hat erstmal nichts mit der Frage zu tun, ob Grundrechte geachtet werden oder nicht. Und da muss ich Ihnen widersprechen, die Geheimdienste verletzen Grundrechte, weil eben der Datenschutz nicht nur ein Bürgerrecht ist,
was für die eigene Bevölkerung gilt, sondern ein Menschenrecht, das universell gilt. Und diese Geheimdienste, die überwachen vielleicht nur im ersten Schritt die Bevölkerung in anderen Ländern, tauschen die dann aber über die Kooperation miteinander aus. Und insofern, es mag sein, dass diese Geheimdienste irgendwann mal auf demokratischem Wege zustande gekommen sind. Sie sind aber, wie der Herr Löning richtig sagt, einfach völlig außer Kontrolle geraten. Und zum jetzigen Zeitpunkt findet eben keine adäquate parlamentarische Kontrolle dieser Überwachung mehr statt. Es gibt noch eine Bemerkung aus dem Publikum, aber da Sie gerade sprechen, Frau Reda, möchte ich doch noch mal eine Sache nachschieben. Ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, von 2011, das Internet kommt ziemlich gut ohne Politiker klar. Da frage ich mich ja nach allem, was wir hier beredet haben, ernsthaft? Das kann ich mich gar nicht daran erinnern, das gesagt zu haben. Ich lasse es Ihnen zukommen. Also ich glaube... das Internet vergisst nichts. Nee, in dem Fall war es das Pressearchiv. Ich kann jetzt natürlich spekulieren, was ich zu dem Zeitpunkt gemeint habe. Da ist natürlich Kontext immer ein bisschen hilfreich. Ich glaube, da ging es wahrscheinlich um diese Debatte rechtsfreier Raum und so, nämlich dass es auch jetzt schon natürlich so ist, dass Gesetze im Internet gelten wie überall sonst auch und dass man mit herkömmlichen Ermittlungsmethoden da auch Gesetze durchsetzen kann. Sie haben selber gesagt, Herr Wendt, dass zum Beispiel eben das Personal bei der Polizei fehlt, um überhaupt die Festplatten, die auf völlig normalem Wege beschlagnahmt wurden, nachdem ein Anfangsverdacht bestand, dass die überhaupt nicht ausgewertet werden können, dass da die Fachkräfte fehlen bei der Polizei. Und wenn es Ihnen jetzt wirklich darum geht, so viele Straftaten wie möglich zu verhindern, warum konzentrieren Sie dann Ihre Lobbyarbeit nicht darauf, dass die Polizei mehr Personal einstellen kann und dass sie besser ausgebildet wird? Ich tue das eine, ohne das andere zu lassen. Naja, man hat ja immer begrenzte Zeit und Ressourcen, wie Sie sicher wissen. Und dann ist vielleicht die Vorratsdatenspeicherung oder die Forderung nach mehr Überwachung nicht das effektivste Mittel, um mehr Straftaten aufzuklären. Wobei ich sagen muss, mir ist die Gewerkschaft der Polizei auch noch nicht aufgefallen als die, die sagt, boah, lass mal sein, wir haben genug Geld und Leute. Also mit dem Tenor sind sie mir auch noch nicht vorgekommen. Es gibt eine Frage oder Anmerkung aus dem Publikum. Ich würde Sie bitten, das Mikrofon zu nutzen, bitte. Und sich vielleicht kurz selber vorzustellen. Frage und Hinweis, Heiner Benking, Journalist und Berater. Wir haben zum Beispiel Ende der 80er für die OECD, UN, G7, SRU gestartet. Metadaten, aber ursprünglich gesagt, Metainformation brauchen wir, nämlich Informationen im Kontext von multilinguale, multikulturelle Daten, die dann nicht explizit gespeichert werden, sondern nur wegweise. Also denken Sie mal an eine thematische Karte, die gemeinsam vereinbart wird. Common Frames of References hieß das damals in der Vorbereitung für Rio 92. Was ich sagen wollte, es gibt Konzepte, und wir haben sie hier im Bundespresseamt vorgestellt, Writers Against Mass Surveillance, Civil Liberties in the Digital Age. Dort gibt es Konzepte, um Big Brother is watching you mal zu sagen, was meinen wir denn? Wer watcht? Also der Kontext, ist es die Mutter, die achtet auf ihr Baby, also Fürsorgliches oder Kontrollierendes? Wenn wir nur Plastikwörter benutzen und nicht mal konkretisieren, dann kriegen wir nie diese großen Worte, die Sie hier brauchen, wie Freiheit und Kontrolle, unter einen gemeinsamen, praktischen, aber auch menschlichen Hut. Ist das jetzt eine Frage an wen? Oder? Ob Sie das kennen und warum Sie sich vorstellen können, also diese ganzen Studien zur zweiten Flut mit Cyberculture zum Beispiel, UNESCO, Pierre Lévy, Anfang der 90er, warum das nicht ankommt? Ist das so schwierig? Die Betrachtung des Kontextes, meine ich, wurde mehrfach angesprochen und mir fehlt tatsächlich eine Frage, die ich weiterreichen könnte. Das verbuche ich jetzt unter Co-Referat. Gibt es weitere? Gerne aus der Abteilung Fragen. Und wie gesagt, immer schön, wenn Sie sich vorstellen. Eventuell gibt es ja auch auf Twitter noch Bemerkungen. Dann gebt mir bitte ein Zeichen. Ja, mein Name ist Hans-Ulrich Melchert aus Berlin. Ich arbeite unter anderem für die Wikipedia, bin selbst Chemiker und kann ein Stück weit Sie beruhigen, wenn Sie die Wikipedia in Altformat kennen. Da gab es in der Tat Probleme. Inzwischen gibt es reichlich Redaktionen, die verschiedene Dinge bearbeiten. Aber das ist nicht die eigentliche Frage. Ich möchte gern loswerden. Wir hatten eine Aussage zum Thema BSI.
Und ich hätte gern von den anderen Diskutanten gehört, wie schätzen Sie das BSI ein, welches ja für die Bürger, also für uns alle tätig sein soll. Mein Eindruck war bisher, vielleicht liegt es auch da an der Personalnot, aber so richtig gut funktioniert hat das BSI bisher auch nicht. Ja, das war ja die Aussage von Herrn Schönbohm, dass da auch einfach nicht allzu viel Geld reingesteckt wird. Das ist eine Frage von Kapazitäten, wie gut das funktioniert. Das ist im Übrigen wie in allen anderen, wie bei der Polizei, wie bei den Verfassungsschutzbehörden, wie überall. Wenn Sie nach dem Motto vorgeben, wir haben zwar den politischen Willen, da etwas zu tun, eine Institution zu schaffen, die die Bürgerinnen und Bürger berät, die sie warnt, die vor allen Dingen auch die Unternehmen informiert, rasch informiert. Aber Sie sagen, aber Geld ausgeben will ich dafür nicht so richtig, zumindest nicht in nennenswerter Höhe. Dann gilt der Satz, den ich aus dem Ruhrgebiet, da komme ich her, werden Sie vielleicht gehört haben, gilt, was nichts kostet, ist auch nichts. Oh. Und das heißt im Übrigen nicht, was viel kostet, ist auch unbedingt was. Aber was nichts kostet, ist auch nichts, gilt in diesem Bereich ganz bestimmt. Man ist nicht bereit, für Sicherheit tatsächlich adäquate Gelder auszugeben in Deutschland. Und wenn das so ist, dann darf man sich auch nicht über die Ergebnisse wundern. Ich glaube, von Ihnen beiden war auch noch eine Antwort dazu gefragt, Herr Löning. Zu dem Thema BSI. Mhm. Was haben wir davon? Ich muss sagen, ich finde es richtig, dass es solch eine Institution gibt, aber ich kann sie in ihrer Arbeit, in ihrer Effizienz nicht beurteilen. Insofern will ich das hier auch nicht tun. Frau Rehder, haben Sie eine? Also daran anknüpfend würde ich sagen, dass man vielleicht die Frage, was ist förderungswürdige Sicherheit in der Informationstechnik, noch weiter fassen sollte. Also zum Beispiel die Europäische Union gibt ja auch Gelder aus für genau dieses Thema, um irgendwie Sicherheit in der Informationstechnik zu schaffen. Und da geht es aber dann oft darum, wieder irgendwelche Überwachungstechnologie zu fördern, die dann eben zum Beispiel Behörden zur Verfügung gestellt wird. Und ich fände es wichtiger, zum Beispiel jetzt aus der ganzen Heartbleed-Geschichte Konsequenzen zu ziehen. Und aus eben, welcher Geschichte? Heartbleed, also die Sicherheitsleck in der Verschlüsselung von Internetseiten, also OpenSSL. Da war halt eine Open-Source-Technologie, also frei zugänglicher Quellcode, den im Prinzip jeder überprüfen könnte bei einer sicherheitskritischen Anwendung. Aber es haben effektiv sehr, sehr wenige Leute tatsächlich diese Überprüfungen vorgenommen. Und das wäre ja auch was man im Sinne von Sicherheit der Informationstechnik fördern könnte, dass eben solche Fördergelder nicht nur in Überwachungstechnologie gesteckt werden, sondern zum Beispiel auch in die Überprüfung von offenem Quellcode und in die Weiterentwicklung von diesem Quellcode, mit dem sich Personen auch selbst in ihrer Kommunikation schützen können. Darf ich noch mal was? Ja, bitte. Wenn es noch weitere Fragen gibt, wäre ich dankbar schon mal für ein Handzeichen. Ich würde mir auch wünschen, als jemand, der, wie gesagt, technisch nicht so wahnsinnig begabt ist, dass dass Software und Hardware insofern weiterentwickelt wird, auch von Wirtschaftsseite, von den Anbietern, dass sie Sicherheit leichter zugänglich macht, dass Verschlüsselung für jemanden, der sich nicht so auskennt, möglich ist, dass sie nicht 17 Schritte durchgehen muss. Aber bedeutet das nicht immer, wenn es, ich sag mal so, für die Doofen ist, dass es dann auch leicht zu knacken ist? Keine Ahnung. Nein, das bedeutet es nicht, sondern es gibt eine staatliche Aufgabe, es gibt eine rechtliche Aufgabe, die zu machen, es gibt auch eine staatliche Beratungsaufgabe, aber ich finde es auch wichtig, dass von Seiten der Softwareindustrie, von Seiten von Softwareentwicklern Produkte angeboten werden, die ich als mittelmäßig Begabter auch benutzen kann und wo ich weiß, wenn ich dieses Produkt nutze, habe ich ein relativ hohes Maß an Sicherheit, das ist eine Kommunikation zwischen mir und dem, mit dem ich kommunizieren möchte, ist. Also es ist nicht nur eine staatliche Aufgabe, das zu machen. Keine Ahnung, ob hier Programmierer, Start-up-Mitglieder sitzen, die sagen, ja, an sowas schrauben wir. Oder ob es noch andere Anmerkungen gibt. Ich kann schlecht Leute nach vorne zwingen, auf die aus dem Publikum gezeigt wird. Von daher wäre es schon schön, Sie melden sich selber, wenn Sie dazu was zu sagen haben. Bitte. PGP ist in der Anwendung und Installation jetzt nicht so richtig tragisch schwierig. Also es ist relativ einfach. Da gibt es Anleitungen im Netz, muss man einfach nur mal googeln. Dann findet sich das schon. Und das ist kriegt immer man relativ, was schwierig ist. Ich bin auch kein Programmierer, ich bin Jurist. Ich kriege das auch hin. Auch ohne Hilfe. Zum BSI noch. Das eine ist ja, das BSI mit Mitteln auszustatten. Das andere ist, dass das BMI auch auf das BSI hören muss und das auch machen muss.
Und dann haben wir wieder das Problem der politischen Steuerung, denn es ist halt politisch nicht unbedingt immer gewollt, dass man Sicherheit hat und dass man Sicherheit durchführt. Und dann kann das BSI noch so schöne Sachen machen. Das BMI wird es dann im Zweifel bremsen, häufig genug tut es ja auch. Wie, Sie würden sagen, da werden Dinge entwickelt, von denen wir profitieren könnten, die aber vom Bundesministerium des Innern unterdrückt werden? Ja, das BSI hat zusammen mit der BDBS ein sicheres... Mit der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ein sicheres... Alle würde nochmal nachsagen. Ist auch nicht so wichtig, wie das heißt. Ein sicheres Transportnetz für den Bund entwickelt und das BMI, wir waren fertig mit der Entwicklung, das BMI hat dann Stopp gesagt, machen wir nicht. Da alle Behörden hätten... Weiß ich nicht, Kostengründe oder was ich. Das BMI hat irgendwann gesagt, darf nur 200 Millionen kosten. Wurde halt überraschenderweise teurer, weil man halt die Kostenschätzung ohne die Fachleitung gemacht hat. Alle deutschen Bundesbehörden hätten sicher miteinander kommunizieren können, abhörgeschützt. Es war dem BMI leider nicht wichtig genug unter Herrn Friedrich. Entschuldigung, ich glaube, hier vorne gab es noch zu dem Sachverhalt da vorne eine Anmerkung, oder? Nein, Tobias Harker aus Berlin. Ich habe eine Frage an Herrn Wendt in Bezug auf die technischen Möglichkeiten von Gesprächsinhalten. Wird Ihnen da auch schwindelig bei den heutigen Möglichkeiten und selbst die Polizei sagt dann vielleicht, das ist zu viel? Oder überlassen Sie das auch dem gesellschaftlichen Ringen zwischen denen eine defensive Position haben und denen, die eher für die Kontrolle dann zuständig sind wie der Polizei. Jetzt im Hinblick worauf? Auf die Gesprächsinhalte, auf Mitschnitt von Gesprächsinhalten, auf automatisierte Übersetzungen von gesprochener Sprache in Text, der sich enorm komprimieren lässt. Und seit es ein Music Spy mal gab bei einem bestimmten Telekommunikationsanbieter, wo man also ein Lied per Mikrofon erkennen konnte, kann man sich denken, dass das bei natürlich gesprochener Sprache auch einen enormen Fortschritt genommen hat seit der Jahrtausendwende. In dem Sinne, dass eine Stimme dass man das automatisiert wird, also dass eine Person ohne große, erkannt wird, wie Stimme. Ohne große Personalkosten eben umsetzen kann in leicht speicherbare und leicht analysierbare Texte. Habe ich auf meinem Handy so ein Ding. Also da wird mir in der Tat schwindelig, aber vermutlich aus einem anderen Grund, als Sie vermuten. Weil ich habe ja, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, noch zu einer Zeit bei der Polizei angefangen, als man eine Wanze in ein Telefon eingebaut hat und dann entsprechenden Verdächtigen abgehört hat, sein Telefon. Und da lief ein Tonband und einer Angestellte hat das abgeschrieben. Und der Kommissar, jeden Verdächtigen einen Polizisten, der es überwacht hat. Und der Kommissar hat es dann hinterher ausgewertet, sozusagen. Heute reden wir von unstrukturierten Massendaten, über die jeder halbwegs gescheite Ganove praktiziert. Das heißt, er telefoniert mit einer Handykarte genau einmal und wirft sie dann weg. Es wird auf allen Kanälen sozusagen sämtliche Kommunikationswege bedient. Und in der Tat hat die Polizei große Probleme, nicht technischer Art, sondern rein Kapazitätsprobleme. Es gibt diese Produkte alle, nämlich semantische Analysen zum Beispiel von unstrukturierten Massendaten durchzuführen. Das heißt, wir können uns zumindest freuen, dass Telefonate nicht so viele mitgeschnitten werden, weil sie einen Personalmangel haben. Es werden erheblich mehr Telefonate als früher mitgeschnitten. Das hat aber erstens was mit Kriminalitätsentwicklung zu tun und zweitens etwas damit zu tun, dass eben ein normaler Ganove nicht nur ein Handy hat, sondern 25 möglicherweise. Und deshalb müssen wir für jedes einzelne Handy einen einzelnen richterlichen Beschluss holen. Und das macht die Fülle von richterlichen Beschlüssen aus. Und dann sagen alle Leute, die Überwachung ist explodiert. Das ist natürlich Blödsinn. Das Einzige, was explodiert wird, ist die Anzahl der Handys, die jeder durchschnittliche Ganove nutzt. Und deshalb sind die Handyüberwachungen mehr geworden. Aber was ich meine, ist die Analyse dieser ganzen Daten. Wir haben ja aus vielen anderen Datenträgern die Daten zusammen. Wir haben das beim NSU-Verfahren ja gesehen. Da saßen ganze Bataillone von Polizisten und Juristen und haben diese Akten durchgeführt. Das kann man natürlich alles auch technisch lösen, ist dann weniger fehlerbehaftet, muss man aber Geld investieren. Das ist, glaube ich, nicht exakt die Antwort, auf die Sie gehofft hatten. Vielleicht führen Sie das Gespräch einfach gleich noch weiter. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir hier zu irgendeinem Ergebnis gekommen sind. Es ist immer sehr undankbar, so abmoderieren zu müssen. Wir haben ja einen Problemaufriss gegeben. Dennoch ist es leider so. Ich würde trotzdem gerne zum Schluss, also es gab einige Themen, da merkte man unheimliches Publikumsinteresse und sicherlich auch das Interesse, nochmal Dinge zu Hause nachzuverfolgen oder weiterzulesen. Ich würde einfach gerne reihum mal abfragen, was Sie zu unserem Thema heute Abend empfehlen. Was soll man lesen? Welche Studie? Welchen Blog? Was soll man sich im Netz angucken? Wo, denken Sie, wird man schlauer zu dem Thema, das wir hier heute Abend andiskutiert haben? Frau Reda.
Ich finde, ein Thema, was man sich in diesem Überwachungskontext auf jeden Fall stärker anschauen sollte, ist die Überwachung von marginalisierten Gruppen. Also, dass viele Überwachungsmöglichkeiten... Nee, ich wollte einen konkreten... Konkret, ich will hier für den, sozusagen für den Literaturapparat konkrete Hinweise... Dann fangen Sie am besten am anderen Ende an und dann denke ich nochmal drüber nach. Okay, Herr Schönbohm. Also Buchtipp würde ich empfehlen, wie das Internet unser Leben verändert. Bin auch Mitherausgeber, von daher immer gut zu lesen, wenn ich so viel Eigenwerbung machen darf. Wo es aber geht um das Thema Chance und Sicherheit, beides zusammen in Einklang zu bringen. Und ich glaube, das ist das, worum es auch geht. Herr Wendt. Ich habe keinen Buchtipp, was Internet angeht. Ich würde Ihnen gerne die großen deutschen Philosophen empfehlen, die Studien und die Kriminalitätsstatistiken, vor allen Dingen auch das, was das Bundeskriminalamt in seinen Berichten jährlich dazu sagt, den Verfassungsschutzbericht, das sind alles unglaublich interessante Studien. Okay. Vorm Einschlafen. Okay, klingt. Vorm Einschlafen, am besten. Ich habe eine Webseite zu empfehlen. Wir gehen nächste Woche mit unserer Webseite privacyprojekt.de live online. Da sammeln wir Texte rund um die rechtlichen und politischen Fragen, die der Schutz der Privatsphäre ausmacht. Wie schafft man die richtige Balance, dass unsere Sicherheit ausreichend geschützt ist und unsere Privatsphäre auch ausreichend geschützt ist? Das ist vieles von dem, was wir diskutiert haben, ist ja im politischen Raum. Das muss die Gesellschaft für sich entscheiden. Wo ist die richtige Balance? Wie viel darf eine Behörde wissen und wie viel will ich geschützt werden? Also privacyprojekt.de. Den Rest lesen die Leute ja dann alles nach. Vielen Dank. Und Frau Rehder, haben Sie sich jetzt was überlegt? Ich habe einen Videotipp, und zwar einen Vortrag von unserem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar auf diesem diesjährigen Chaos Communication Kongress, wo er genau über dieses Thema referiert, Datenschutz ist ein Menschenrecht. Und da geht es unter anderem auch um die Problematik Überwachung zum Beispiel von Hartz-IV-Beziehenden, wo wir jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen sind. Vielen Dank Ihnen allen. Ich hätte auch noch einen Tipp. Ich dachte, einer von Ihnen bringt Ihnen, da das nicht passiert ist, mache ich's. Man kann sich noch mit wenigen Klicks hin googeln zur Berichterstattung über die gesammelten Daten von Malte Spitz, dem grünen Politiker. Der hat bei der Telekom drauf geklagt, war ein längerwieriges Verfahren, hat dann die Daten, die von ihm gesammelt wurden, bekommen, und die Zeit hat die animiert in einer Grafik, wo man ein wunderbares Bewegungsprotokoll erhält, wann er wo war. Man könnte das natürlich noch ergänzen und sagen, mit wem er telefoniert hat und so. Das würde ich sehr empfehlen. Wie gesagt, die Zeit hat ausführlich berichtet. Und dann würde ich abschließend noch sagen, natürlich Kraftwerk hören. Die wussten ja alles schon vor vielen Dekaden. Ja, vielen Dank. Ihr könnt natürlich alle gerne noch weiter diskutieren. Ich hoffe hier, die Herren und die Dame bleiben auch noch ein bisschen da. Es gibt Wein, auch weiche Getränke und Brezeln. Vielen Dank. Vielen Dank.